So, da bin ich wieder. Die Games brauchen heute wohl ein bisschen länger, bis sie starten. Aber wir haben es ja endgültig geschafft. Wir sehen jetzt Gamed auf Seiten von Blue und Roughnecks auf Seiten von Team Purple. Schaut nach keinen Raids aus. Ja, es sieht relativ ruhig aus. Also Roughneck spielt das Safe runter, spielen dann die bekannte Safe-Strategie. Bewachen jeden Spot eigentlich, sind damit safe vor in Waits. Maokai in der Mitte. Ja, aber vielleicht wollen Game doch noch kurzfristig was starten. Verspätete Invades haben ja angeblich, ich glaube zumindest in der Solo-Queue, einen sehr hohen Erfolg. Ja, es gibt ja, da gibt es ja natürlich auch Statistiken dazu. Also verspätete Invades haben eine 80-prozentige Chance. In Solo-Queue zumindest. Und Ja, generell es würde geht ich da auch auf darum. jeden Fall recht geben, weil ab einem gewissen Zeitpunkt Protectors ist es halt nicht mehr. Jetzt, wie hier, sehen wir es ja. Gamed jetzt geschlossen im gegnerischen Jungle und Roughnecks wissen nichts und sind auch nur zu dritt im Moment. Könnte also auf jeden Fall gefährlich werden. Und Gamed spielen das auch richtig, warten bis Maokai mit seinem Blue anfängt, bis er hier auch einigermaßen Damage bekommt, damit sie hier sicher das First Blood haben und damit auch dann den Blue Buff. Ja, und Roughnecks haben keine Ahnung im Moment. Jetzt auch nur noch Maokai hier. Es kommt auch direkt Udyr rein. Signite geht direkt raus auf Maokai. Er flasht über die Wall. Maokai, Udyr direkt hinterher und bekommt auch das First Blood. Genau. Wie ich gesagt habe, das First Blood geht an Gamed. Schön gespielt von den Jungs. Alle Fälle. Und den Blue Buff klauen sie jetzt auch noch. Gut, Syrah wird da ein bisschen Experience missen in der Mitte. Aber ganz ehrlich, das war's wert. First Blood ist eigentlich fast Auf immer alle wert. Fälle. Und Wenn Maokai. Maokai jetzt keinen großen Vorteil aus dem verlorenen Flashes zieht, dann war es das auf alle Fälle wert. Ja, Maokai hat auch jetzt keinen Blue Buff. Also Game werden das, denke ich, auch auf jeden Fall gut spielen und direkt zu ihren eigenen Blumen gehen. Na, oder Classic will hier Maokai endgültig abfacken im Jungle. Hat dann auch Lust, ihn am Red zu catchen. Geht jetzt zum Red. Er hat aber gerade keine Ahnung im Moment, dass Maokai direkt um die Ecke ist. Ja, jetzt sieht er ihn. Und geht auch direkt drauf. Hat aber kein Stun geskillt. Noch nicht. Hat noch keine Bärform. Ja, aber war es natürlich auch wieder wert, dass sie hergekommen ist. Maokai muss jetzt auch seinen Smite nutzen. Auf den großen Wolf. Auf der Toplane sehen wir Irelia ziemlich low gegangen bereits. Gegen Olaf. Und Udyr holt sich den Red. Uncontested. Obwohl da gar kein Smite gerade noch abhand, aber ist natürlich sicher ein bisschen Irelia jetzt auch gesaved. wieder low gegangen, aber Olaf hat ebenfalls das Ignite Aufsicht auf den Toplane. Jetzt kommt hier auch Udyr zu. Wow, und Olaf ganz knapp überlebt mit 40 HP. Und jetzt geht Hat sie er auch keine drauf. Hilfe? Und die Axt trifft auf Irelia, aber sie schafft es instant rauszuholen auf Udyr. Wird Udyr den Kill kriegen? Ja, wird er. Damit jetzt 2 zu 0 für Udyr und der Chase ist auch noch direkt Maokai. Ja, aber Maokai wird da noch Richtung Tower kommen, ja, auf alle Fälle. Ja, aber Gazik denkt sich, komm, du bist safe, aber ich mache noch deine Golems. Gut. Naja, okay, Also wirklich, hier ist wirklich. sehr schön. Das First Blood und den Blue Buff Steal ausgenutzt und gleich in weiter invaded und Maokai Ja, lässt komplett hier auch nach Maokai Hause keine gehen. Wahl. Maokai hätte jetzt die Option gehabt, auf der Toplane free zu farmen, aber Gazelle hat das natürlich vorher unterbunden. Schön gemacht auf jeden Fall. Das fuckt natürlich Maokai noch mehr ab. Level 2 wird Und jetzt. Olaf kann jetzt freezen, top. Also das ist jetzt schon auch ein großer Nachteil für Irelia. Ja. Da Olaf vor allem jedes Mal, wenn Irelia zu einem Creep geht, Und einfach auf der sein E Botlane. drauf hat. Ich sehe jetzt einen kleinen Invade. Ezreal kriegt hier ziemlich viel Damage ab. Trifft da seinen Mystic Shot nicht ganz. Ja, also es wird definitiv schwer für den Maokai alias Devo hier gescheit ins Spiel zu finden. Wenn er vielleicht den einen oder anderen Gank jetzt setzen kann, könnte es was werden, aber ansonsten war es das erstmal für ihn. Immer noch Level 3, Udyr jetzt natürlich schon Level 4. Und auch schon
eineinhalb Gold-Items fertig, sag ich mal. Ja, und die Rhea kriegt so viel Damage auf der Top-Lane. Ist jetzt auch wieder low gegangen, kriegt aber ihren Stun raus, aber frisst auch nochmal die Axt von Olaf. Ja, also für Imahat Mai sieht's nicht gut aus im Moment. Oh. Und Chandler Interrupted. Was ist da? Ihr wolltet mit Dragon anfangen, aber anscheinend doch nicht. Ja, jetzt geht er erstmal. Botlane kriegt seinen Stun raus auf Leona. Leona hat aber noch Flash im Moment. Flasht jetzt auch direkt raus. Jetzt geht der Fokus weiter auf Udyr. Auf Corki, Entschuldigung. Ja, und das Exhaust ebenfalls jetzt draußen von Roughnecks. Also ich bin wirklich begeistert von Gessig. Nicht nur in dem Spiel generell, also seine Jungle-Leistung wirklich grandios. Er weiß eigentlich immer, was zu tun ist. Kommt auch. Ist Maokai gerade beim Gank und Irelia holt sich den Kill. Ja, da ist man einmal auf der Botlane. Und gut, jetzt hat Maokai immerhin einen zu einem Kill führen können. Und es hilft natürlich auch Irelia auf der Toplane. Geht's weiter, aber Gamed machen jetzt Dragon. Sehr gewagt. Ändert den Fokus, ja, definitiv gewagt, aber Roughnecks haben im Moment kein Ward. Teilen sich den Damage auch richtig gut auf. Und damit der erste Dragon für Gamed kurz vor der 7. Minute. Also das sieht man auch nicht alle Tage. Damit der nächste Dragon bereits Minute 12:45 wieder. Oben zündet Olaf Ghost, um auf Irelia zu engagen. Oh, trifft seine Axt aber nicht. Aber jetzt geht es Ignite direkt raus. Na, die Axt trifft aber diesmal. Naja, die nicht. Und bei Olaf ist natürlich das Coole, wenn du die Axt wieder aufhebst, verringert sich der Cooldown. Und du kannst quasi direkt danach wieder eine werfen. Und kannst quasi den Gegner zur Unendlichkeit slowen. Solltest du treffen. In der Zwischenzeit auch der zweite Blue Buff für Roughnecks wieder gespawnt. Ja, mal gucken, ob den Maokai sich direkt gönnt oder ob er ihn doch an Orianna abgibt. Ja, er gibt ihn ab, wie es aussieht. Gut, ich meine, es wäre auch, ehrlich gesagt, ein bisschen Verschwendung jetzt auf Maokai. Also ich meine, Zhang Jungle ist quasi schon verloren. Und die Mitte ist natürlich arg auf den Blue Buff angewiesen. Ja. Syrah noch ohne Blue Buff gerade. Liegt natürlich daran, dass sie ihren eigenen Blue Buff delayed gemacht haben. Udi hat jetzt bereits auch schon seine zwei Gold-Items und das Oracle, also ist auch hier schon am Ward-Clearen auf der Botlane. Ja, und das sind ja 8 Minuten, also das wird Roughnecks nicht gefallen. Ein Oracle so früh und ein Udi, der sehr dominant im Moment ist. Versucht jetzt auch direkt auf der Botlane, Roughnecks ohne Vision im Moment. Ja, haben keine Ahnung, dass Udi hier im Gebüsch steht. Sehr schöner Music Shot von Ezreal auf Corki. Wartet sehr lange. Ja, ist natürlich auch problematisch gegen Corki. Corki hat seine Valkyrie. Selbst wenn er eins dann rauskriegt. Ja, und jetzt zieht er sich auch back. Jo. Hat jetzt schon so viel Zeit verschwendet. In der Mitte, ja, und in der Mitte ging das Signal raus auf Orianna. Ja, aber kein Kill. Au. Sehr schöne Kugel von Orianna, um da Udyr zu spotten. Und wir sehen auf der Toplane Olaf gegen Irelia. Irelia zündet ihre Ulti, hat aber Ignite auf sich, damit 50% weniger Heal durch ihre Ulti und flasht doch direkt raus. Olaf ebenfalls sehr low gegangen. Ja, das könnte jetzt gefährlich werden. Irelia hat noch Mana. Olaf nicht. Olaf hätte noch, könnte gerade so einmal sein True Damage raushauen. Und verliert dabei 112 Leben und könnte damit sein Kill bedeuten. Und Gamed hat jetzt in der Zwischenzeit den ersten Turret zerstört. Und das ist kurz vor der 10. Minute. Also wie es aussieht, spielen hier Gamed sehr arg aufs Early Game. Oder was meinst du? Also hier schon mit dem Early Dragon und jetzt auch noch den Tower haben sie natürlich jetzt einen sehr großen Goldvorteil. Und jetzt müssen sie irgendwas forcen. Also mit so einem Goldvorteil kann man gut... Ja, was würdest du machen jetzt an Roughnecks Stelle? Ich meine, das Early Game sieht nicht so gut aus gerade im Moment. Sie wissen natürlich, sie haben Dragon bekommen, sie wissen, sie haben den Turret bekommen.
und sie wissen, sie haben das First Blood bekommen. Gut, ich meine, Gamed haben 2 Kills, 2 auf Udyr. Ist jetzt nicht so gefährlich, würde ich mal sagen. Jo, also, wenn Marokka jetzt keine guten Ganks durchkriegt, dann müssen sie eigentlich einfach nur safe spielen, auf Fehler vom Gegner warten oder einfach farmen, so gut wie sie können. Wer hat das Late Game, deiner Meinung nach, auf seiner Seite? Ich denke, es werden sehr interessante Teamfights, weil Roughnecks hat natürlich ein sehr starkes Engage- und AOE-Team mit Corki und allen, eigentlich allen. Aber wenn Gamed richtig spielt, haben sie eine sehr starke Backline, sage ich mal, weil Führer kann die Skills spammen und routen und Udyr kann, sag ich mal, rumrennen und alle Leute stunnen und wenn da jetzt Ezreal gut auffarmt, dann sollte eigentlich das Late Game, wenn Ezreal nicht sofort genukt wird, eigentlich denke ich sogar ein Game gehen. Ja, Olaf natürlich, sagen viele, Hidden Broken im Late Game, ist natürlich sehr stark durch seine Ulti. Ihm ist quasi alles egal, Orianna, Leona, Maokai. Oh, und jetzt sehen wir den Gage von Udyr im gegnerischen Jungle, hat hier den Herrn Maokai getroffen. Ja, aber man muss auch noch sagen, Udyr ist immer noch Level 6 und das war bereits vor 3-4 Minuten. Also wirklich zum Farm kommt er gerade nicht und Maokai hat immerhin vom Level her nachgeholt. Noch ein halbes Level bis Level 7. Udyr, ja, braucht noch ein Viertel. Jo, also so schlecht steht Maokai jetzt doch nicht mehr im Spiel. Gut, er hat nur ein Gold-Item. Udyr mit seinen 2. Plus Orakel. Das macht sich dann auf die Dauer schon bemerkbar. Ja. Und kriegt jetzt auch noch den nächsten Ward. Und es ist natürlich jedes Mal 25 Gold, was einfach flöten geht. Von Roughnecks. Könntest du auch eben mal das Spielergold angucken. Aber wir sehen jetzt hier sehr schön ein Gage von Syrah auf Orianna. Einmal ihre Kombo rausgehauen. Und schon war es das. Hat er auch wieder Ignite ab. Für Orianna, damit der nächste Kill. Für Gamed. 3-1 und bauen ihren Vorteil aus auf 3700 Botman Gold. Wird auf Ezreal engaged. Ja, und Ezreal sehr low gegangen an Corki. Corki damit den ersten Kill bekommen. 2 Kills jetzt für Roughnecks und auf der Top-Lane. Na, die Axt trifft nicht von Olaf. Ja, und der nächste Dragon ist jetzt ab. Aber Orianna ist noch tot auf Seite von Roughnecks. Ja, Irina nach wie vor low auf der Top-Lane. Zieht sich jetzt auch eher zurück. Und ja, macht auch nicht mehr die Golems, sondern zieht sie direkt zurück. Würde jetzt vielleicht backwarten und dann den Top Tower für den Dragon aufgeben, wenn sie direkt jetzt zu Dragon läuft. Weil Top Tower kann sie sicher nicht mehr retten. Aber sie läuft Richtung Top. Ja, wenn wir uns das Spiel am Gold mal angucken, sehen wir auf Ezreal gerade im Moment kurz vor 4000. Corki hat ein Kill mehr als Ezreal, aber liegt 10 Farm hinter ihm. Und hat insgesamt 300 weniger Gold. Gut, Ezreal hat natürlich 300 Gold bekommen, über 300 Gold, 190 plus 150 durch den Early Turret und Early Dragon. Und ja, Gamed formieren sich jetzt am gegnerischen Blue Buff, haben da eventuell was vor, um ihn zu klauen. Ja, Udyr wird jetzt aber entdeckt, dank des Sprösslings von Maokai, und zerstört seinen nächsten Ward. Ist halt genau das, was... Wow, und schön ein Gage von Udyr. Stunt geht direkt raus auf Leona. Sie zündet noch ihre Ulti, aber stirbt jetzt direkt an Udyr. Der dritte Kill an Udyr. Und Corki überlebt hier auch nicht mehr lange. Aber der Kill geht diesmal an Syrah. Macht auf jeden Fall mehr Sinn, als die ganzen Kills auf dem Herrn Gessek zu haben. Und jetzt kriegen sie auch den gegnerischen Blue Buff. Meinst du, Roughnecks haben hier noch großartig Chancen, zurück ins Spiel zu kommen? Also im Moment... Also Gamespiel ist gerade schon sehr souverän, also... Im Jungle, gegnerischen Jungle, einfach alle Ward-Clearance und warten, bis sie sich irgendwie reinbewegen, die Gegner. Abcampen, also das ist schon sehr gut gespielt. Und der Dragon, zweite, geht ebenfalls ungamed. Und wenn man mal schaut, dass das Game hier trotz starken Early Games sehr viele Gold-Items hat, also obwohl sie mit den Gold-Items fast schon aufs Late bauen, das Early sehr, so gewinnen, schaut sehr schlecht aus für Roughnecks.
Ja. Findest du das prinzipiell gut, in der Position von Game Gold-Items zu bauen jetzt? Oder hättest du da eher, wärst du da direkt auf mehr Damage gegangen? Weil du hast ja recht, wir sehen. Oh, Es ist Ghost wird, theoretisch ne? sehr sicher eigentlich. Also. Gut, Syrah holt sich den Cage Lucky Pick, aber das wird, denke ich, sehr schnell in der Firecrest werden. Ja. Kriegt da ein bisschen Gold, aber das ist meiner Meinung nach nicht wirklich ein Gold-Item wie jetzt auf Udyr oder Jhana, dass du halt das halbe Spiel oder so erstmal hast, bevor du es ausbaust. Ja, Gamed immerhin schon 5500 Gold Vorteil. Ja, Maokai jetzt auf dem Maokai Weg. schleicht sich um. Ja. Sollte aber eigentlich gesehen werden von den Minions. Ja, wird gepinkt. Ja, da lässt er sich nicht baiten oder irgendwas. Er will das sein Orakel nicht verlieren. Gucken wir mal, Udi, wie viel Gold er im Moment hat. 2400 Gold im Portemonnaie. Also, ich denke, da werden jetzt die Mercuries kommen. Nein, erstmal Schutz der Legion. Und der Null Magic Mantle. Was schon der Standardbild jeden Jungler. Ja. Wow. Leona trifft Jhana mit ihrem großen Stab. Und die Ulti geht raus. Das Ignite geht aber ebenfalls raus auf Leona von Ezreal. Und Buddha bekommt damit den Kill. Flasht jetzt direkt raus nach dem hier Corki. Weiter Engage. Und die Ulti von Ezreal finisht letztendlich Corki. Und damit den Double Kill von Buddha. Sehr schön gebaitet. Gebaitet von Glukosa. Ja. Also. Viel falsch machen können Game im Moment nicht. Also. Ja, jetzt muss die Udi Ah, aufpassen. Die doch, Ulti von immerhin. Urianna geht raus. Sehr schönes Ignite ebenfalls gleich raus. Urianna wird nochmal gestunt, aber das Shutdown geht an Maokai. Kommt jetzt aber sehr auch noch in die Problematik. Wird Olaf ihn finishen? Ja, Olaf finisht ihn und hat jetzt den Red Buff. Aber zieht sich zurück. Ja, und stirbt an Irelia. Und es ist natürlich bitter. Irelia bekommt den Kill und den Red Buff. Kleiner Hoffnungsschimmer für Ruffnix. Ja. Sind jetzt auch beide Oracles draufgegangen, von Maokai und von Udyr. Ja gut, ich denke, das wird Roughnecks ein bisschen mehr schmerzen als Gamed, weil Gamed, ich meine, sie haben 7000 Gold, sind sie im Vorteil. Und ich sehe auch direkt, Jhana hat sich ein Orakel geholt. Ja, also Gamed, wenn es jetzt zum nächsten Rankfight kommt. Na gut, sind immerhin noch 2 Minuten bis dahin. Haben sie natürlich auf jeden Fall den Vorteil. Sie haben bereits Schutz der Legion, sind natürlich dadurch stärker im Teamfight. Jeder im Team profitiert davon. Führer hat auch schon Rabadons direkt gerusht. Also wird jetzt auch sehr stark sein. Ja, Maokai hat sich auch das nächste Orakel für sich geholt. Da bin ich mir ehrlich gesagt so. Oh, da Oh, wir wird sehen jetzt Buddha den Engage gecatcht. auf Ezreal. Ja, da wird er nicht mehr rauskommen. Der nächste Kill für Roughnecks. Corki immerhin 2-2. Na, Udyr versucht es jetzt auch nochmal, kriegt hier aber ziemlich viel Damage ab von Corki. Ja, aber das komplette Team direkt dahinter, jetzt aber auch ohne Irelia am Start. Zündet ihre Ulti, Maokai dasht auch ran und Syrah stirbt an Irelia. Ja, ihre Passive konnte auch nichts mehr ausrichten. Und Udyr und Jhana jetzt. Die war auf dem Weg zum Zurückziehen. Ja, bisschen overextended von Gamed. Vielleicht das Comeback für Roughnecks. Dragon jetzt bald ab, oder wann kommt der wieder? 2052. Okay, da ist noch ein bisschen hin. Ja, gut. Schöne Ulti von Jhana. Ja, müssen jetzt aber auch den Tower aufgeben und es wird auf jeden Fall Roughnecks helfen, hier wieder einigermaßen ins Spiel zu finden. 150 Gold für jeden im Team. Ja, ist immer so eine Sache gegen Orianna. Orianna 174 Farm immerhin. Baut auch Rod of Ages damit eher aufs Late Game hin. Orianna ist meiner Meinung nach einer dieser typischen Comeback-Champions. Also. Ja, also wenn Dank der Ult sitzt, dann kann es schon ein Teamfight entscheiden. Ja, und wir haben es ja gerade gesehen. Orianna Ulti zusammen mit Leona und dann noch die Maokai Ulti ist auf jeden Fall sehr stark im Fight.
Gut, das Problem war natürlich, sie hatten kein Aswell gerade im Moment. Damit hat auf jeden Fall viel Damage gefehlt. Aswell, der sich auch entschlossen hat, Blutdürste zu bauen. Immerhin 23 Stacks. Kein Rush auf Trinity Force. Und Game versuchen jetzt wieder am gegnerischen Blue Buff, aber Udyr wird hier direkt gecatcht. Und die Ulti von Leona geht ebenfalls raus, schafft es aber niemanden zu stunnen. Ja. Gesek von seinen 3-0 jetzt auf immerhin nur noch 3-2. Oh, und die Ulti von SOL geht raus und macht hier ziemlich viel Damage. Maokai immerhin nur noch auf 470 Leben und der Dragon ist jetzt wieder gespawnt. Ja, also das war jetzt nicht so toll von Game, ne? Ja, da Udyr da ein bisschen zu viel riskiert. Wow. Syrah und Olaf, sehr viel Damage auf Urian und Irida, die direkt sterben. Aber Leona holt sich jetzt Syrah. Stirbt aber an Ezreal. Und Korki jetzt auch sehr low. Hat auch kein Flash mehr im Moment. Will jetzt nochmal umdrehen, um es zu versuchen, aber schafft es nicht ganz. Ja. Gut. Das war es vielleicht jetzt doch schon wieder. Für die Hoffnung, für Ravnix. Gamed damit jetzt 12 zu 8. Hätten sich vielleicht erstmal auf ihrem halbwegs gewonnenen Fight und dem Kill auf Udyr ein bisschen aufbauen müssen, anstatt da gleich so rein zu rushen. Maokai war ja sehr low, konnte ja nicht engaged und hätte er des Oracles verloren, wäre es nochmal schlimmer gewesen. Ja, das sieht man ja auch oft manchmal in, sag ich mal. Ja, eigentlich sieht man das ziemlich häufig in Games, dass Spieler ziemlich schnell overextenden und dann sich quasi nicht damit begnügen, dann, dass sie eine gute Aktion gemacht haben und es quasi dann wieder alles komplett verlieren. Ja. Durch so eine Aktion wie jetzt gerade eben. Sie haben dadurch Dragon verloren, 4 Mann verloren und Game bauen ihren Vorteil aus auf 9000 Gold. Also fast 10.000 Gold und das in der 22. Minute, also das sieht schon ziemlich deutlich aus. Im Moment, natürlich müssen sie das Ganze auch noch beenden. Auf Seiten von Game jetzt auch schon? Nee, erzähl was. Wenn Ravnix aber jetzt sehr gute Fights bekommt, also halt echt direkt parkt er die zwei Carries direkt weg, Nuke oder so mit ihrem AOE-Schaden, dann schaut es schon gar nicht so schlecht aus. Also es ist noch ein bisschen was drin, oder wenn sie Gegner wieder catchen. Ja, ist natürlich arg abhängig, sehr arg abhängig von der Orianna-Ulti und Leona-Ulti. Die beiden müssen sitzen, ansonsten kannst du den Fight eigentlich schon fast vergessen. Also sie sind wirklich sehr angewiesen darauf. Ja gut, aber ich meine, Gamed haben sich jetzt zweimal dumm catchen lassen. Ich denke, sie werden jetzt daraus gelernt haben, erstmal. Damit das Ganze nicht mehr so schnell passiert. Positioniert sich jetzt auch als gedacht. Wow. Also da bleibt mir wirklich die Spucke. Ja, also das war schnell. Und gehen jetzt auch direkt zum Baron. Haben auch das Orakel. Ravnix, ja, ohne Vision im Moment, denken sich natürlich auch, dass sie Baron machen und als Gegenleistung werden sie jetzt den Mid-Turret immerhin pushen. Sollten jetzt aber aufpassen, erste Baron geht an Gamed. Ja, machen es aber gut auf jeden Fall. Ziehen sich Richtung Botlane zurück. Das ist, was ich gemeint, wenn Maokai sehr viel Geld für Oracles ausgibt, hat Game natürlich diese starke, sag ich mal, Backline, wenn Olaf ganze Resistenz den. Ja, und Leona wird jetzt im eigenen Jungle gecatcht. Ja, das Exhaust ging raus, aber der Stun von Udi ebenfalls nochmal raus. Und Jenna schleudert sie nochmal hoch mit ihrem Storm und damit der nächste Kill für Gamed an Ezreal diesmal. Ja. Und ja, zu deiner letzten Aussage. Hast du definitiv recht. Maokai hat da nicht wirklich viel im Moment. Oh, jetzt entschließen sie sich aber zu diven. Die Ulti von Orianna geht raus. Aber Maokai stirbt nach wie vor wieder an Olaf. Sehr schnell low gegangen. Ja, Maokai hat keine Items. Und das Ignite geht raus auf Corki und stirbt jetzt an Olaf, der damit on Rampage ist. Ja, da ist einfach der Goldvorteil schon viel zu groß. Also. Ja.
Schaut schlecht aus. 13.000 Gold Vorteil für Gamed. Ja, also Roughnecks. 12.000 Gold im Nachteil. Maokai hat jetzt immerhin... Gut, ich meine, Maokai hat Schutz der Legion. Das Einzige, das er weniger hat als Udi im Moment, ist der eine Ruby Crystal. Und das eine Level. Wir werden hier von Olaf von der Tür gezont. Ja gut, Roughnecks im Moment keine Ulti auf Orianna ab. Da macht es wenig Sinn zu engagen. Roughnex sollte aber demnächst hier engagen, fast schon, weil wenn sie Turret bekommen, Game, dann schaut es schlecht aus. Und ja. Mitte pusht natürlich auch hart von Game. Ja, DX geht jetzt hier sehr low in den Fights. Aber Syra holt sich Orianna und damit die letzte Hoffnung im Moment weg für Roughnecks. Und ich denke, da wird nicht mehr viel kommen. Also Game sollten das jetzt sicher runterspielen. Pushen auch direkt zum Nexus Tower. Ja, Koki versucht es nochmal, Maokai versucht auch nochmal reinzugehen, hat aber das Ignite-Aufsicht und stirbt jetzt auch nochmal an Syra. Irida geht hier auch sehr schnell low und damit auch das GG Wellplayed von Roughnecks. Ja. Schönes Spiel. Sehr gut gespielt von Game. Also definitiv schön gespielt von Game, von der ersten Minute an. Olaf